Ja, ein neuer Tag auf Coral Island. Und wir hatten ja noch die Quest angenommen, dass wir die Gänseblümchen oder ein Gänseblümchen an Paul liefern sollten. Das Problem an der Sache war hier bei der Quest aber, dass ich noch überhaupt keine Gänseblümchensamen habe. Aber wir konnten wenigstens unseren Rucksack im letzten Stream um ein paar Punkte erweitern. Und ich bin ja im letzten Stream, also im letzten und ersten Stream zu Coral Island, ständig durch die Gegend gelaufen und habe dann mal geguckt im Internet und habe festgestellt, dass man... Na endlich! Da ist er! Da ist er! Guten Morgen, ich bin Mark. Ja, auf dich habe ich schon gewartet. Du bist neu auf der Farm. Ich weiß. Du stalkst mich. Ich verstehe. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Okay. Die Mine im Nordwesten hat jetzt geöffnet. Die haben wir nämlich im letzten Stream schon gesehen. Und die war zu. Gleich hinter dem Wald. Ja. Da waren wir auf jeden Fall. Wenn du Jacks Ranch siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Ja gut, also wir sind da ja eh überall schon rumgelaufen. Sie war geschlossen. Ja, war sie, ganz offensichtlich. Ja, sie war geschlossen und wurde jetzt wieder geöffnet. Okay. Mark, hast du das verstanden? Meinst du, ich bin blöd? Hä? Der Bund des Lächelns hat die oberen Ebene der Höhle gesäubert. Geh nur nicht zu tief rein, deine Hake wird dir da nicht helfen. Monster. Monster? Ja, genau. Das ist gefährlich. Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprich mit Kira. Und wieso nicht mit dir? Ich bin hier fertig. Ha. Zeitverschwendung. Was? Ich dachte, wir beide sind so. Oder so. Oder wie machen das die heutigen, die neumodernen Kinder, Jugendlichen so, ne? Oh Gott, kann ich gar nicht. Aber ich bin noch Generation so. Ist doch viel schöner, ist doch, so ein Herz ist doch viel runder als Gott, was für so ein Tentakelmonster. Ne, das krieg ich nicht hin. Ich kann maximal noch so machen. Okay, ihn müssen wir auf jeden Fall noch von uns überzeugen. Weil ich bin ja eigentlich schon von ihm überzeugt. Was wollte ich sagen? Ich war beim Thema Teleportieren und habe dann gesehen, auf einem YouTube-Video, dass das ja Teleporter sind, was ich echt cool finde. Aber, und jetzt kommt der Clou, man muss Quests erledigen oder etwas erledigen, um diese Teleporter erstmal freizuschalten. Da habe ich mich noch nicht reingelesen, welcher Teleporter was benötigt. Also genau, ne? Deswegen bei den Teleportern, man kann sich wohl teleportieren im Spiel. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil dann, also man läuft sich da ja echt einen Wurm. Mal gucken. Es ist natürlich noch die Frage, wie wir das jetzt mit dem Gänseblümchen machen. Ob ich jetzt noch schnell irgendwo Samen, ja, finde, in der Hoffnung, dass sie bis zum nächsten Tag, ja, gepflanzt werden und gedeihen. Oder ob wir diese Quest jetzt leider, tja, nicht beenden können. Aber ich glaube, ich kann meine erste Ernte einbringen. Ja! Der Anfang! Yay! Steckrüben. Cool. Die können wir ernten. Hier habe ich noch so eine einsame Steckrübe, die ich immer total vergessen habe. Tja. Öffne das Tagebuch. Zeugnisse. Quest. So. Ach, okay, das heißt, die Quests können wir immer hier so, die Belohnung können wir immer hier beanspruchen direkt. Dann haben wir das nämlich jetzt beendet. Ja. Freunde dich mit den Städtern an, indem du sie kennenlernst und ihnen Geschenke. Finde einen Blumen. Ach, Binde. Ach, Moment. Dringende Bitte, da habe ich jetzt noch einen Tag übrig, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Und binde einen Blumenstrauß, konnten wir doch auch. Da habe ich doch im letzten Stream irgendwas gesehen, wo wir das machen konnten. Muss ich nochmal gucken. Okay, ich versuche mal Gänseblümchensamen zu kaufen. Die waren ja
Nicht im Museum, auch nicht im Gemeindezentrum. Hier, Sams Gemischtwaren. Wie spät haben wir es denn? Macht auf jeden Fall um 9 Uhr auf. Denk mal, bis ich da hingelaufen bin, haben wir es bestimmt 9 Uhr. Und wir haben unsere allererste Ernte eingeholt. Das heißt, die können wir doch jetzt verkaufen. Hier ist sogar eine Steckrübe mit Sternchen. Ich glaube, die ist gut. Und für die Truhe brauchten wir noch. Kann beim Schmied entsperrt werden. Das müssen wir auch noch machen. Das heißt, wir müssen zum Schmied. Hier ist ein kleiner Minibug. Da bin ich mal gespannt, ob die das noch fixen. So, wir gehen zum Gemischtwarenladen. Und holen noch ein paar Gänseblümchen in der Hoffnung. Ansonsten haben wir dann einfach Gänseblümchen für die nächste Quest. Würde ich sagen. Da sind die Hundis. Jedes Mal schlage ich auf die ein, ey. Erika. Ich habe mich immer gewundert, warum Brie das Stück Land deiner Großeltern nie gekauft hat. Sie ist anscheinend immer beim Aussichtspunkt, also mag sie den Ausblick von dort oben wirklich gern. Nein, wir versuchen hier irgendwie noch einen schönen Strauß zu binden. Okay, das heißt, in einer halben Stunde machen die auf. Und ich glaube, man konnte auch in diesem Laden dann einen Strauß binden. So, gibt es hier irgendwelche neuen Quests? Nee, ne? Was haben wir denn? Paul hat auf jeden Fall übermorgen Geburtstag. Und Mark hat Geburtstag. Okay. Na los, mach auf. Die Musik ist aber auch so entspannt, ne? Oh, lass mich durchkommen. Die sprechen sogar mit einem. Cool. Vielleicht kann man auch hier direkt ein Gänseblümchen kaufen. Mein Lieblingsbauer, da fühlt man sich sofort hier wie zu Hause. Inkofen. Hier, Gänseblümchensamen. Wie viel kann ich davon nehmen? Eins. Zwei. Ah, guck mal. Ah, so kann man mehr kaufen. Warte mal eben. Drei, sechs, neun. Eine neuner Reihe. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Pfingstrosen. Auch hübsch, aber teuer. Und bis dahin habe ich kein Geld mehr. Basis für Gras, Dünger. Oh, das ist ja alles noch, was wir halt später benötigen, wenn wir mal Tiere unserem Feld haben. Ich würde noch mal 1, 2, 3 Steckrübensamen kaufen. Und dann muss ich erstmal gucken, wie ich mit meinem Geld hier klarkomme. Und wie viel Steckrüben am Ende auch einbringen. Das weiß ich ja auch noch nicht. Hallo, kenne ich dich schon? Ja, ihn kennen wir schon, ne? Aber Kuh haben wir schon kennengelernt. Maku kennen wir schon. So. Das ist echt praktisch, dass man einfach nur geradeaus laufen muss, um wenigstens zum Gemischwarenladen zu kommen. Okay. Das heißt, wir pflanzen jetzt mal die Gänseblümchen. Ich hoffe, die wachsen schnell. Wächst in 4 Tagen, verdammt. Ja, dann kriegt er halt keine Gänseblümchen. Dann kriegt er halt keine Gänseblümchen. Hauptsache, wir haben die schon mal. So, machen wir mal hier ein paar Gänseblümchen hin. Dann machen wir hier oft in der Dreierreihe nochmal 3 Steckrüben. Genau, und dann gießen wir den ganzen Spaß. Aber bis da hinten komme ich noch nicht hin. So. Und dann wollte ich noch mal gucken, was hier in der Truhe jetzt noch mal drin ist. Hier habe ich ja Fasern reingetan und Müll. Ach genau, okay, warte mal. Wir gehen mal zum Schmied. Das wollte ich ja eh machen. Du bist hier. Hier war die Ranch. Was ich ja cool finden würde, wäre so eine Legende hier links, wo man direkt draufklicken kann, um. Ach, hier ist der Schmied. Nee, hier ist der Schreiner. Hier ist der Schmied. Da oben. Der hat auch hoffentlich auf, ne? Geöffnet. Okay, das heißt, wie komme ich da hin? Rechts lang.
Und dann die Straße hoch. Okay. Dann gehen wir noch mal zum Schmied. Und mal gucken, ob er unsere Truhe öffnen kann. Guck, wie süß die Hunde hier gucken. Ach, ich möchte manchmal einfach gerne ein bisschen reinzoomen, um noch mal ein bisschen näher daran zu gehen. Fragt mich nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit den Müll mit mir mitschleppe. Keine Ahnung. So. Ist hier noch irgendetwas, was ich noch nicht entdeckt habe? Da oben links rein hatten wir noch nichts gesehen. Ah, Blacksmith, okay. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Wer ist denn das? Oh. Antonio! Ja? Ah, du bist auch neu hier. Yay. Okay, wir haben Antonio getroffen. Ihr müsst. Ja, hier ist der Schmied. Oh, er hat sogar eine Quest für uns. Ah, wie kann ich dir denn helfen? Was kann ich für dich tun? Ach, bei ihm kann man dann auch die Werkzeuge aufwerten. Okay, das macht Sinn. Was brauche ich denn dafür? Bronze Barren. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall in die Höhle. Natürlich. Das ist ja, die sehen ja schick aus. Osmium Barren. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, um dahin zu kommen. Gut, hier kann man schon mal Bronze kaufen. Oh, und hier ist ein stumpfes Schwert. Das werden wir bestimmt für die Höhle benötigen. Verarbeite Geode oder Koffer? Ah ja, guck an. Wähle eine Geode oder einen Koffer zur Verarbeitung. Genau, wir haben eine Truhe ja gefunden. Und was hat das mir jetzt gebracht? Ich habe irgendwas bekommen. Grüße, bitte wähle den Koffer aus, die oder geöffnet werden soll. Wir kümmern uns sofort darum. Was habe ich denn? Ah, Bronze-Seetang. Ich glaube, das wird noch wichtig. Wie brauche ich denn Bronze-Seetang? Werkzeuge aufwerten. Brauche ich das hierfür? Seetang, der in eine Flasche mit Essenz extrahiert werden kann, nützlich für Aufwertungen. Okay, sollte ich wohl nicht wegschmeißen oder verkaufen. Interessant. Das werde ich auf jeden Fall in meine Truhe tun. In meine Aufbewahrungstruhe. Gerade nur irgendwas im Auge. Mal wieder. Manchmal gibt es ja auch nützliche Dinge im Müll, ne? Zum Beispiel Fasern. Ja, gut. Wo waren wir denn noch nicht? Stadtbewohner? Kugelfisch? Was war das denn hier nochmal? Ach, das war. Ach, stimmt. Ja, Kugelfisch. Das sind ja hier quasi Team Rocket, ne? Das sind ja die Bösen hier. Hier waren wir auch noch gar nicht drin. Kann ich mit dir reden? Rainer, guten Tag. Wie kann ich helfen? Das ist hier Team Rocket. Lesen. Nur Mitarbeiter. Aha, okay. Die werden hier auf jeden Fall irgendwas austüfteln, wie man diese Insel hier weiter verschmutzen kann. Ah, hier, guck mal, da ist sogar die Chefin, die ihren Blick hier über alle hinweg hat. Möchtest du uns helfen, Bibs? Nein. Möchte ich nicht. Okay, so, aber hier sind noch drei Fragezeichen, die würde ich mir gerne mal angucken. Mal gucken, wer hier noch so lauert. Oh mein Gott, so viel Müll. Fremder, Fremder, Fremder. Drei Fragezeichen. Die scheinen hier auf jeden Fall einen guten Wein zu genießen, ne? Weiter. Sieh an, sieh an. Wenn dir mal nicht seit neuestem das Grundstück gehört, oder sollte ich die Farm sagen? War das jetzt irgendwie abwertend gemeint? Luke, ja, kann ich dir helfen? Ich heiße Luke, die Freude ist ganz meinerseits. Aha, hallo Luke. Oh, du bist also neu hier. Ich hatte schon Angst vor potenzieller Konkurrenz, aber wie es aussieht, gibt es nichts, wovor ich mir Sorgen machen müsse. Danke. Bin hier. Ach, das ist auch tatsächlich passenderweise ein Weingut. Krass, was ist das für ein Weingut? Wenn man bedenkt, dass einige dieser Weine älter sind als Luke, dann begreifst du, dass du nicht mal weißt, wie alt Luke ist. Okay, das ist eine coole Antwort hier.
Cool. Interessant. Dann hätten wir das Weingut nämlich jetzt auch schon mal entdeckt. Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, mal zur Höhle zu gehen. Wo war die jetzt nochmal? Hier oben. So, wie kam ich da jetzt am schlausten hin? Auf jeden Fall immer irgendwie nach links. Immer irgendwie nach links. Oh, hier ist ein Pilz. Oder eine Morchel. Morchen ist eine Pilzart, denke ich, oder? Ich habe noch nie von einer Morchel gehört. Ist das, gibt's Morchen als Pilzart oder ist das eine Erfindung von dem Spiel hier? Zuckerbaumsamen verwenden? Nee. Keine Konkurrenz. Ich würde sagen, wir haben einen Erzfeind. Ja, die kann sich ruhig mal auf was gefasst machen hier. Verdammt, ich war wieder zu langsam. Hier haben wir auch wieder so einen Teleporter. Wäre halt irgendwie noch ganz cool, wenn hier dabei stehen würde, was es benötigt, um diesen Teleporter zu eröffnen. Aber ja gut, wir sind noch am Anfang. Das Geheimnis werden wir gewiss noch öffnen. Oder lösen und dann öffnen. Oh, kann ich? Ne, ich glaube, ich konnte diesen Baumstamm noch nicht kaputt machen, ne? Nee. Ah, das heißt, hier können wir auch noch einen Weg frei machen. Mein Mann, Mann, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Bin ich jetzt richtig? Ich finde immer noch, dass es hier sehr komisch rausqualmt. Als würde dieser Baum pupsen. Aber ich verstehe immer noch nicht, was dort steht. Na gut. Wir gehen mal weiter hoch zur Höhle. Auch wenn wir noch kein Schwert besitzen, vielleicht bekommen wir ja ein Schwert geschenkt oder so. Ich gehe ja mal davon aus, dass die Charaktere hier im Spiel alle nett sind. Okay, wir dürfen hinein. Ah! Achso, ist ja die Axt. Ich Dämling. Das ist ja die Axt hier. Ich glaube, es ist auch mittlerweile ist schon spät geworden, ne? Jetzt haben wir hier um die späte Uhrzeit die Höhle erreicht. Ich war ja immer noch voller Hoffnung, dass wir nicht hier irgendwo doch noch ein Gänseblümchen für Paul finden. Aber das wird wohl eine Quest sein, die ich einfach nicht beenden kann. Okay, ich verstehe immer noch nicht, was dort steht. Ich will mal wenigstens kurz hier reingucken, nur ganz kurz in die Höhle reingucken. Wow. Gibt mir ein bisschen Tomb Raider-Vibes. Oh, das wäre cool, wenn das Spiel auch so Crossover machen würde mit anderen Spielen. Also wie Fortnite zum Beispiel. Auch wenn ich jetzt kein Fortnite spiele, aber Fortnite macht es richtig, indem es ständig Kooperationen mit anderen Videospielen hat. Und das ist ja das, was Fortnite mittlerweile auch ein bisschen ausmacht. Und generell Kooperationen mit anderen Spielen zu machen, ist irgendwie cool. Es wäre ja nice, wenn die Coral Island-Entwickler auch Kooperationen machen würde mit anderen Spielen und so. Zurück, komm zurück. Du, hey, du Schwächling, komm zurück. Bleib weg von den Mons. Wer ist das denn? Ist das Lara? Kira, Moment mal, wo sind die Monster? Die haben sich wahrscheinlich von mir erschrocken und sind jetzt abgehauen. Nun, Mark und ich haben gerade die obersten Ebenen geräumt. Aber dieses Beben, das ist wahrscheinlich entstanden, als ich die Höhle betreten habe. Was wahrscheinlich. Das Beben hat direkt stattgefunden, nachdem du reingekommen bist, nicht wahr? Psst, ich habe nicht gepupst. Bin ich ein Monster? Es gibt einen alten Mythos über bestimmte Flüche, die auf Ankömmlinge reagieren, aber das kann warten. Mein Name ist Kira. Ich nehme an, dir gehört die Farm. Da du von der Farm kommst, bist du wahrscheinlich hier, um etwas abzubauen. Ja, mein Stress. Ich bin hier, um meinen Stress abzubauen. Wenn das so ist, ist derzeit nur der Erdschacht zugänglich. Ja, das reicht auch aus. Der Aufzug dort drüben funktioniert aber nur bis zum ersten Stock.
Von dort aus musst du zu Fuß weiter. Wenn du tief genug hinabsteigst, kannst du den Zugang zu den anderen Etagen wiederherstellen. Du bist hier definitiv richtig, um nach Erzen und Edelsteinen zu schürfen, aber ich habe keine Waffe. In diesen Höhlen gibt es jede Menge davon, aber vergiss die Monster nicht. Okay. Ich wusste, dass das Spiel gnädig mit mir ist und mir ein Schwert schenkt. Nimm dieses Schwert, du brauchst etwas, um dich zu verteidigen zu können. Es ist ein langer Abstieg, also geh lieber sicher, dass du gut ausgerüstet bist. Okay. Sei vorsichtig da unten. Viel Glück. War das so eine gute Idee, so spät abends noch in eine Höhle zu gehen? Hat sie mich hier alleine gelassen. Ah, neue Quest in die Minen. Erreiche Level 5. Schalte den Aufzug wieder ein. Ich habe ein Schwert gekriegt. Da ist Schwert. Leicht und stumpf. Das ist, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so. Also klingt jetzt nicht so gut für mein Leben. Leicht und stumpf. Die legt ja ganz schön viel Vertrauen in mir. Oh, cool. Yay, hier mein Schwert. Nice. Ob es hier auch eine Axt gibt und so? Also eine Axt im Sinne von. Also eine Axt als Waffe. Es handelt sich um hochwertige heilige Statuen. Er sieht so erschrocken aus. Interessante Pose. Wovor haben sie Angst? Vor mir. Wie unglaublich detailliert und lebendig. Wahrscheinlich sind sie auch lebendig. Hier unten sieht man, glaube ich, auch die Sonne, Feuer, Wasser, die Elemente. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Ah, okay, cool. Hier kann man auch noch was kaputt machen. Aber da ist nichts drin. Schade. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich die Mine eigentlich erst weiter erkunden, wenn ich noch mehr Items habe, noch mehr Itemflächen habe. Aber okay, mal reingucken. Wähle ein Stockwerk aus, um es mit dem Höhlenaufzug zu erreichen. Eins. Das ist schon hübsch gemacht hier unten, ne? Und auch voll der schöne Aufzug, wie der so seitlich in dieser Rundung zugeht. Auf sowas achte ich. Schön. Was ist das denn hier alles? Also die Mine ist echt schön gemacht. Viel, viel besser als im Pioneers of Olivetown. Weil das alles so, ja, so liebevoll aussieht. Aber man bekommt erstmal nur ganz normale Steine, ne? Egal, welche Farbe die hier haben. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Muss ich jetzt einfach Steine sammeln? Da kann ich hier irgendwo hoch? Kann ich da irgendwas machen? Okay, dann muss ich auf jeden Fall bleiben. Ach, wahrscheinlich musste ich also wie in anderen Spielen auch eine Leiter nach unten finden, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Ja, oder ein Loch. Oder ein Loch, okay. Es geht immer darum, das Loch zu finden. Und was ist das hier für ein Bereich? Oh. Oh. Ist das gut, dass ich hier die Erde aufreiße? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist gut? Oh, oh, da brodelt was. Ach! Ah! So bekommt man Bronze. Oh, das ist ja auch. Das ist ja smart gemacht. Cool. Das finde ich gerade echt richtig cool mit dem Bronze. Ich möchte eigentlich nur noch Bronze sammeln. Das ist echt cool. Ah, kommt schon das erste Monster hier unten. Gott, ist das süß! Ich will das nicht kaputt, also nicht töten. Das ist ja viel zu süß, um das zu töten.
sehr knuffig. Was? Was habe ich getan? Gibt's ja auch irgendwie so einen Bronzeriss hier irgendwo? Da ist so ein cooler Riss. Oh, das macht Spaß. Cool. Ja, ich bin sehr einfach zu begeistern. Einfach die Knuddelraupe geköpft. Wie hieß nochmal Raupi, die Raupe aus Pokémon? Ich glaube, das war gerade Raupi. Wir haben gerade Raupi geköpft. Es tut mir leid. Aber ich glaube, die kommt dir bestimmt noch öfters vor. It's getting late. Ah, okay, das heißt, wir kippen wir jetzt um, weil wir jetzt die, den Tag überschritten haben. Oh, was ist das denn da hinten? Kann ich hier rüber? Kann ich irgendwas machen? Frag mich, ob man hier auch umkippen kann. Frage ist halt, wie kommen wir jetzt in die untere Ebene? Oh, Kohle. Erdessenz, cool. Ich finde alles cool hier. Ein Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass wir am nächsten Tag ausgeschlafen sein werden. Die Ebene nach unten finde ich auch nicht. Das Loch nach unten. Wie oft können wir eigentlich die Steine stacken? 35, okay. Ah, ja, können wir noch ein bisschen was suchen. Alles cool, bis die Tasche voll sind. Ja, so lange ist cool, ja. Aber das Problem kriegen wir auch noch mal gelöst. Ich will mal eben gucken, was passiert, wenn ich gleich erschöpft bin. Ob wir bis zur... Du fühlst dich langsam müde. Ob ich bis zur Erschöpfung hier arbeiten kann? Und dann halt zu Hause auskomme. Wie alles in Slow Motion ist. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Ah, okay. Aber dann spare ich mir den Weg nach oben. Nahrungssuche Level 1. Maximal... Ach, guck mal, wir haben sogar mehr Ausdauer bekommen. Das lohnt sich also, bis zur Erschöpfung zu arbeiten, damit man maximale Ausdauer erhöht bekommt. Ja, wir haben mit den Rüben 366 Korallen gemacht. Das, ja, ist viel.